Jetzt die Frage, hatten Sie schon einmal Würmer im Burger? Hört sich jetzt erstmal eklig an. Das ist die Frage, ob es das auch ist. Ne? Schmeckt angeblich ganz gut. Und es gibt jetzt eine deutsche Fastfood-Kette, die auch Wurmburger anbietet. Ich könnte mir vorstellen, dass das Regal relativ voll bleibt. Ob es wirklich eine Alternative zu Rind, Schwein und Huhn ist, wir haben es selbstverständlich für Sie getestet. Lecker Burger gefällig? Doch Vorsicht, in diesem Bratling sind 1000 tote Würmer versteckt. Nun gibt es den Insektenburger mit dem Namen Übermorgen für knapp 10 Euro in vielen Filialen einer deutschen Fastfood-Kette. Also das Patty von unserem Übermorgen besteht zu 27% aus Buffalo-Würmern. Das sind die Larven vom Schimmelkäfer. Der Rest besteht aus Pflanzen, aus Soja, aus Ei, aus verschiedensten Gewürzen. Und ja, dementsprechend formt sich dann daraus ein sehr, sehr leckerer und sehr, sehr würziger Burger. Ob der Burger lecker ist, wird sich gleich noch zeigen. Reporterin Nadine Posmek sucht in München spontane Mitesser. Darf ich dich zum Mittagessen einladen? Ich arbeite gerade. Ich bin gerade per Arbeit zur Post und muss wieder zurück. Es gibt einen Insektenburger. Kommt drauf an. Klingt erstmal nicht ganz so spannend. Vor allem nicht so appetitlich gerade. Aber ist, glaube ich, ganz lecker. Also ich weiß auch noch nicht, ich würde es zusammen mit dir ausprobieren. Hast du Bock? Ja, okay. Lass es mal probieren. Okay, das super. Hört sich an. Fotograf Max ist dabei. Na dann können die Insektenburger kommen. Dankeschön. Lass es euch schmecken. Guten Appetit. Also es sieht schon so ein bisschen vegetarisch aus. Und auch nicht eklig oder so, sondern eigentlich ganz normal. Ich riech mal, also... Also riechen tut man eigentlich nichts, oder? Riech mal, wie findest du's? Wie der Insektenburger schmeckt, erfahren wir gleich. Er ist auf jeden Fall sehr gesund, meint Ernährungswissenschaftlerin Kerstin Dobberstein. Insekten sind vom Gesundheitswert her sehr empfehlenswert, weil sie einen hohen Eiweißanteil haben und dabei sehr fettarm sind, also eine sehr gute Nährstoffkombination haben. Deswegen sind Lebensmittel mit Insekten seit vergangenen Sommer auch in Deutschland zugelassen. Im Supermarkt gibt es den Insektenburger schon seit gut einem halben Jahr. Aber meiner Meinung nach 5,99 für nur zwei Patties ist schon teuer. Da bist du bei 12 Euro bei einer vierköpfigen Familie. Ah was? 60% Buffalo-Würmer. Nahrungsmittel mit Insekten sind in anderen Ländern nichts Besonderes mehr, zum Beispiel in den Niederlanden. Dort züchtet eine deutsche Firma die sogenannten Buffalo-Würmer für ihre Burger. Nach 3 Monaten Zucht beginnt die Ernte. Die Würmer werden eingefroren. Sie verfallen in Kältestarre und sterben. Dann werden sie gekocht, getrocknet und weiterverarbeitet. In Deutschland haben die Insektenlebensmittel allerdings noch nicht viele Fans gefunden. Insekten werden häufig in Zusammenhang mit verdorbenen Lebensmitteln oder mit schlechten Lebensmitteln gebracht. Wenn man sich jetzt die Kuh im Ganzen vorstellt, dann möchte man vielleicht auch nicht unbedingt das Steak essen. Und so ähnlich ist es bei den Insekten auch. Wenn sie in einer zerkleinerten Form im Lebensmittel drin sind, dann ist es leichter, es tatsächlich auszublenden, was man da effektiv isst. Zurück ins Burger-Restaurant nach München. Nach dem Geruch testen Nadine und Max jetzt den Geschmack. Na, wie schmeckt der Fastfood-Insektenburger? Ich finde, es schmeckt gar nicht nach Fleisch irgendwie. Es schmeckt eher wie so ein Gemüsebratling oder so. Es ist schon saftig, aber es hat einfach nicht die Konsistenz von Fleisch. Aber es ist total lecker. Also auch so ein bisschen ähnlich wie Falafel, auch so in die Richtung, die Konsistenz auf der Zunge. Würdest du ihn dir nochmal bestellen auch? Ja, ich würde ihn nochmal bestellen, glaube ich. Tatsächlich. Dann sollte sich Max beeilen. Der Insektenburger wird vorerst nur 6 bis 8 Wochen angeboten.